Spielen, toben und tanzen. Das sollte für Kinder selbstverständlich sein. Doch für viele Kinder aus der Ukraine ist dies fern der Realität. Denn dort bestimmt der Krieg ihren Alltag. In einem Ferienlager in Eitelborn wird den Kindern nun eine friedliche Auszeit vom Krieg ermöglicht. Ins Leben gerufen wurde dies von der Ukraine-Hilfe Koblenz. Es sind 15 Kinder aus der Ukraine hier, aus der Stadt Uman. Das steht in Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft Koblenz und Uman. Diese Kinder haben teilweise ein oder beide Elternteile verloren und die wollten wir extra nochmal hier hinholen, um eine gute Zeit zu verbringen und vielleicht ein bisschen mehr positive Energie mit nach Hause zu nehmen. Dann sind 25 Kinder aus Koblenzer Umgebung. Wir hatten erst gedacht, okay, wir wollten da unterschiedliche Nationalitäten haben, aber wir waren so schnell überbucht und die Ersten, die sich eingeschrieben haben, waren dann alle die Ukrainer. So, wir haben jetzt ein ukrainisches Camp hier, aber das Follow-up wird dann nochmal multikulti werden. Im Friedenscamp können die Kinder an einem sicheren Ort auftanken, neue Freundschaften schließen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Das ist sehr schön zu sehen, dass die Kinder wirklich auftauchen. Die sind happy. Sie haben es selbst auch gesehen, ja. Die sind sogar cool, ja. Neue Freundschaften sind entstanden. Und was auch schön ist, dass manchmal auch die Emotionen hochkommen und wir die als Team dann auch nochmal auffangen können. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg hier. Hier auf dem Pfadfinderzeltplatz können Sie Ihre Sorgen für eine Weile vergessen und eine unbeschwerte Woche verbringen. Ganz anders als in Uman. Взагалі, коли в Україні, то в нашому місті не так часто бомблять та щось літає. Коли літають літаки або прогріваються, то, звісно, вспоминається про війну і просто хочеться заплакати, бо помирають сотні тисяч захисників України. Die leben so in einem, sie leben so in einem Staat, wo nicht so viel Bomben rumfliegen oder Flugzeuge. So, aber da fliegen schon ein paar Bomben oder Flugzeuge rum. Und dann, wenn man das so hört und dann fühlt man sich so, dann weiß man, dass, dann weiß man wieder, dass das in der Ukraine ein Krieg ist. Dass, dann wird man sehr traurig, weil hunderte Menschen, tausende, hunderte Menschen sterben da. Im Ferienlager jedoch sind Krieg und Gewalt für den Moment weit entfernt. Мені тут дуже подобається. Тут хороші діти, класно годують і взагалі все класно. Mir gefällt es hier sehr gut. Hier ist ein gutes Essen, sind hier gute Kinder und ja, mir gefällt es hier alles. Trotzdem freuen sie sich wieder auf ihr Zuhause. Тут, звісно, хочеться ще трохи побути, але ну, в Умані також хочеться, тому що в Умані всі рідні, всі близькі там, батьки, друзі, і там ну, рідніше просто якось. Natürlich will man hier auch noch bleiben, aber in Ukraine sind alle deine Bekannten, deine Familie da und ja, und das will man gerne halt. Auf einer Seite will man noch hier bleiben, aber auf anderer Seite will man zu seiner Familie und alle anderen. Das Camp bietet den Kindern ein abwechslungsreiches Programm mit sportlichen Aktivitäten, einer spannenden Schnitzeljagd und genügend Freizeit zum Spielen und Entspannen. Die Kinder sollen dabei unvergessliche Erlebnisse sammeln, neue Freundschaften knüpfen und Gemeinschaft erleben. Wir haben hier unterschiedliche Programme. Die Kinder haben auch einen eigenen Schichtdienst, ja, so die sorgen für Ordnung. Aber Spiel und Spaß muss sein. Wir haben unterschiedliche Projekte. Wir arbeiten auch gemeinsam in unterschiedlichen Gruppen an einem Projekt, die dann am letzten Tag nochmal vorstellen werden. Wir haben Wanderungen, Sport. Morgens um 8 Uhr sind die alle schon fit, ja, und machen hier Sport. Obwohl die abends sehr spät erstmal schlafen gehen. Daneben unterstützt die Ukraine-Hilfe seit Beginn des Krieges die Menschen in der Ukraine und ukrainische Flüchtlinge in Koblenz.
Ja, wir haben verschiedene Projekte. Ja. Wir haben unsere Sportakademie. Alles haben wir basiert auf die Tatsache, dass wir geschaut haben, wo liegt ein Bedarf und wie können wir diesen Bedarf decken. Dass diese Kinder und auch Erwachsenen traumatisiert sind, ist uns klar. Und durch kulturelle Events, wir haben einen Chor, wir haben Tanzmädels, habt ihr soeben gesehen, und sportliche Aktivitäten. Wir haben einen Sprachclub, die ist für uns sehr wichtig, weil da verlieren die Teilnehmer der Angst zum Sprechen. Die Theorie hat man während der Woche, aber das Sprechen miteinander, das fragt einfach eine ungezwungene, spaßige Atmosphäre. Da geben wir Projekte in Gruppenarbeiten und da wird dann nur Deutsch gesprochen. Und das hat sehr viel, sehr große Anklang. Wir denken, dass das alles dazu beiträgt, dass man besser mit den Traumas umgehen kann. Kommunikation. Was wir auch sehr wichtig finden, ist, dass man die Kulturen zusammenbringt. Deutsche Kultur, ukrainische Kultur. Da ist sehr, sehr vieles, was sich gegenseitig bereichert. Und das soll es am Ende auch sein. Eine gegenseitige Bereicherung der Kulturen. Die Ukraine-Hilfe Koblenz hat es geschafft, mit ihrem Ferienlager den betroffenen Kindern eine kleine Oase des Friedens und der Freude zu bieten.